Über den Jahreswechsel schaut man schon gerne mal in der alten Heimat vorbei oder man gibt gleich eine Galavorstellung zum Neujahr. So jedenfalls hat das der Radiomoderator von Bayern 3 gemacht. Matthias Matuschik alias Matuschke hat also in seiner Heimatstadt Weiden zusammen mit einigen Comedians einen launigen Abend in der Max-Reger-Halle gestaltet. Und nachdem Radioleute normalerweise nicht zaubern können, hat das André Hieronymus übernommen auf seine ganz eigene Art, völlig schamfrei. Natürlich darf dann eine gewisse bajuwarische Urwüchsigkeit nicht fehlen. Die hat der Münchner Michael Dietmeier bedient. Ganz kurz Pressetermin. Eine personelle Besetzung also, die mal weniger bekannte Leute aus dem Metier ins Licht rückt. Was wiederum zeigt, dass die Szene doch ein reichhaltiges Potenzial aufweist. Im kalten Jahre 1853 sind hier zwei Menschen und zwei Tschechen ertrunken. In erster Linie ist ja Lachen immer, also Lachen bleibt ja, Lachen ist ja nicht weg. Also es ist immer Bedarf an Gags da. Und genauso gibt es halt immer auch Leute, die das bedienen, ja klar. Der geografischen Lage der Region entsprechend ist schließlich auch eine gewisse internationale Quote geschuldet. Und die war besetzt mit dem tschechischen Kollegen Jaromír Konečný. Comedy kann und muss auch mal deftig ausfallen. Das ist hier nicht unbedingt jedem bekommen. Da gehen die Meinungen im Publikum durchaus in verschiedene Richtungen. Habe ich probiotische Tampons gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ich tue heute mal zum Jahresbeginn einfach was Gutes und gebe eine Runde aus. Wer von den Mädels möchte denn mal eins probieren? Ich fand es echt toll, es war ein bisschen mal was anderes, aber es hat so ein bisschen Weiden aufgerüttelt, also mir hat es gut gefallen. Manches hat mir ganz gut gefallen, manchmal ist weniger, aber im Großen und Ganzen fand ich es ganz nett. Die größte Katastrophe, die ich je in diesem Haus erlebt habe, das ist eine Frechheit, dafür Geld zu verlangen. War sehr unterhaltsam, hat mir recht gut gefallen, hat er gut gemacht. Ich bin gut unterhalten worden. Weniger Strittiges hat die Band Charmbereich verbreitet. Aber etliche Zuschauer hatten sich bereits zur Pause davon gemacht. Für Matuschke eben alles eine Frage der Grundeinstellung. Die Leute, die bis zum Schluss da geblieben sind, die werden alle unisono sagen, was für ein toller Abend. Die sich persönlich angegriffen gefühlt haben, aus welchen Gründen auch immer, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil wir haben nichts Ehrverletzendes oder Menschenverachtendes gesagt, sondern einfach nur die Wahrheit erzählt, ja? Die sind selber schuld. Die verstehen dann offensichtlich keinen Humor und sollen halt das nächste Mal wieder ins Ballett gehen. Das Landestheater Oberpfalz als Veranstalter hat mit dieser Neujahrsgala jedenfalls eine beherzte Entscheidung getroffen, wenn die auch manchem etwas unkonventionell erscheinen mag.